Und ich möchte nicht unbedingt einen Hungertod sterben. So, wie stelle ich jetzt das her? Ich habe keine Werkbank. Auf B? Herrscht den Grundlagen. Nein. Überleben? Nein. Wir sind bei Bauen. Vielleicht bei Herstellen direkt. Ja, provisorische Gegenstände. Eine Fackel. Die müssen wir herstellen einmal. Dann eine Holzaxt. Eine Sichel. Und wir haben keine Sachen mehr für die letzten beiden. Okay, dann müssen wir einmal Fasern sammeln und Stöcker. Stein, glaube ich auch, oder? Ich weiß es nicht. Huch. Oh, dieses Heißbar-Ding, ne? Wir hacken jetzt einfach ein Holz ab. Ein Holz, einen Baum ab. Verdammter Baum, ich hasse die Umwelt. Auch wenn du mir Schutz gibst vor der Hitze, aber ich hasse es. Oh, ich muss mal ganz kurz warten. Ey, ey. Oh, ich muss mich hinhocken. Fies. Okay. Okay. Und los. Komm schon. Fall ab, Baum. Ich weiß gar nicht, ob ich auf eine Stelle hacken soll oder rumherum. Ach, rumherum hat's gemacht. So ein kleiner Baum gewesen. Der Arme. So, einmal aufheben alles. Wie viel Holz brauche ich jetzt dafür? Herstellen. Ich brauche Stöcke. Kann ich das kleiner machen? Ich meine, das sind große Holzdinger. Ich kann es nur extrahieren. Was bekomme ich denn dafür? Fünf? Staub wird gegenwärtig für Aktionen wie Reparieren genutzt. Ach so! Oh, ich habe es in Staub verwandelt. Eigentlich hatte ich nicht vor, Sachen in Staub zu verwandeln, aber gut, warum nicht? Wir haben es einfach ein bisschen gemahlen, wie auch immer wir das gemacht haben. Kann ich hier irgendwo lang gehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Schatten, bitte. Ih, was ist das? Warum kommt das näher? Ah, das ist ein Gesicht, das hat Augen. Komm, ich komme in Frieden. Ja? Du auch? Sollen wir wagen? Wir wagen, oder? Ja, komm, wir gehen hin. Ich habe Angst. Du Frieden, ja? Es macht nichts. Können wir jetzt angreifen? Das hat sich so schnell bewegt, ich habe mich erschrocken. Na komm her. Na komm. Komm in Schatten. Ey, yo, ey, du bist ein. Wieso läuft das wie ein Pferd? Komm zurück. Es haut ab. Es hat Angst. Oh Gott, wir müssen wieder in Schatten. Es kommt aber zu. Es hat uns da rausgelockt. Ey, komm wieder zurück. Ich kann dir nicht hinterherlaufen. Es ist heiß. Bitte. Du Feigling! Feigersau. Hat's aber nicht eingesehen, dass wir es umbringen. Das will ich nicht. Ich will keinen komischen Holzstamm. Der bringt mir nichts. Frechheit, ganz ehrlich. Kann ich das kaputt machen? Ich habe keine Pickaxe. Oder doch, ich hab. Nee, ich habe einen Sichel gemacht. Ah! Ich hab gedacht, das Viech bringt uns um. Nein, stattdessen haut es ab. B war das, ne? Ja, B war das. Wir haben keine Pflanzenfasern. No. Wieder habe ich eine Fackel in der Hand. Es ist nicht. Es ist heiß und warm und Lendentier. Wieso? Wieso habe ich eine Fackel? Steine. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse Wüstengegenden. Ich hoffe, hier müssen wir nicht bleiben. Da, Pflanze. Oh Gott, es ist zu heiß. Es ist zu heiß. Es ist zu heiß. Ah, okay, wir haben es zum Schatten geschafft. Was ist das denn? Ich meine, ich weiß nicht, was das ist, aber was ist. Habt ihr das gerade gesehen? Dieses gelbe Vieh? Was ist das für ein Geräusch? Bist du friedlich? Bist du friedlich? Okay, komm. Wir sind mutig. Bist du friedlich? Au! Ah! Das war so dumm. Er hat gerade eine Attacke gemacht, wie bevor ihn gelaufen. Mann, oh. Ich glaube, die bauen was ab, oder? Ah, so sah das zumindest aus. Ja, der hat den Stein kaputt gemacht. Mann, oh. Was war das? Ganz gruselige Geräusche hier. Aber da fällt mir ein zum Thema Abbauen. Es soll in dem Spiel ja auch Haustiere geben. Also ich weiß nicht, ob die bei irgendwas helfen können. Ich weiß nur, es soll Haustiere geben. Also falls ihr,
Also erstmal, ich weiß nicht, ob ich das Spiel irgendwann vielleicht mal streamen werde. Ich habe drüber nachgedacht. Erstmal muss ich mein Setup hier erweitern, dass ich noch einen zweiten Monitor anschaffe und vielleicht ein besseres Mikrofon. Mal sehen, vielleicht streame ich auch mit dem Mikrofon. Aber ein Monitor muss ja sein, ein zweiter, sonst kann ich mir den Chat nicht angucken nebenbei. Aber auf jeden Fall für die Leute, die das Spiel sich holen wollen, es gibt anscheinend Twitch-Drops. Ich weiß nicht ab wann, aber ich denke mal schon jetzt, die man sich angucken kann. Ich glaube, 8 Stunden muss man gucken und dann kann man Kleidung freischalten. Und also so ein lilanes Outfit. Und auch ein Hund als Begleiter. Ich weiß nicht, ab wann man den bekommt. Oder wie, aber ich weiß, dass man ihn freischalten kann. Deswegen lohnt sich das mal reinzuschauen. Ich sehe da schon wieder so ein Portal-Ding. Ja, ich sehe da einen Generator. Habe ich jetzt eigentlich genug Fasern? Ich habe doch schon so viel aufgesammelt. Herstellen. Ja, ich habe Fasern. Jetzt fehlt mir aber fürs Jagdmesser. Was war das denn? Ich kann Fackeln werfen. Nice. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Fackeln verloren, aber. Nein, ich. Fackeln werfen. Ich hätte Fackeln nur auf den Asttypen werfen sollen. Der hätte das verdient. Feige Sau haut einfach ab, während wir kämpfen wollen. Was soll denn das? Ich möchte gerne. Oh, da ist ein Codex-Ding. Das lesen wir einmal. Warte, aber erstmal will ich herstellen. Ich möchte auch unbedingt zu diesem. Werkzeug und Ressourcen, endbare Ressourcen, erntbare. In den Welten können einfache Ressourcen gefunden werden. Ja, das sehen wir. Ressourcen verbessern und veredeln. Mit diesen Ressourcen können Sie entweder Gegenstände herstellen oder die Ressourcen selbst mit Hilfe von Ressourcenstationen zu besseren Ressourcen veredeln. Nutzen Sie Werkzeuge, um bessere Ressourcen mit speziellen Qualitäten aus der Welt zu ernten. Stellen Sie die Werkzeuge höhere Stufen her, um aus Ressourcenknoten höhere Stufen ernten zu können. Jedes Werkzeug verursacht Schaden an einer bestimmten Art. Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Okay. Also war das wahrscheinlich gut gerade das Ding von eben, weil das ein Astvieh war, mit einer Axt anzugreifen, weil eine Axt wir auch für Bäume benutzen? Wahrscheinlich. Oh! Das ist wie ein Schrockenpack. Mann, was willst du? It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of Ey! sticks and the haphazard cudgel Okay, tut mir leid, dass ich immer nicht viele Fähigkeiten habe. Ich habe aber immer eine Fackel hinbekommen, okay? Und alles andere auch. Was willst du von mir? Gemein. You'll need better woodworking skills than that when we Ich reach versuche our es ja schon. destination proper. It affords the perfect setting for. Well, we shan't ruin the Ja. surprise. Willst du mich umbringen, oder was? Ich hab ein bisschen Angst. Was für eine Überraschung. Let us depart and speak of your ill-favored Nenn es nicht hässliche constructs no more. Konstrukte. One Warum final bist du by way gemein? of muck and mire, then this path of beginnings shall fork unbounded into whatever endings Ich you hoffe ein seek. gutes Ende. Bitte bring mich nicht um. Ja, tanz mal wieder davon. Ey, der hat nicht mal den Tanz gemacht. Du Langweiler. Außerdem haben wir hier einen Brief. Und was ist das für eine Armee, die da gerade abgeht? Das sieht aber nicht aus wie das Ding von oben, oder? Sieht ein bisschen anders aus. Ja, wir ignorieren das mal und lesen einfach. Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. 18. Dezember 1889, Sambungan. Nun hat es also auch uns ereilt. Die Blässe umgibt die Stadt, eine beklemmte Wand verschluckt die Gebäude und rückt immer näher. Die Evakuierungen wurden gestoppt, da es kein Ufer mehr gibt, von dem aus man sich absetzen könnte. Niemand weiß, was geschieht, wenn einen die Blässe erreicht. Während ich hier stehe, nimmt sie Straße für sich in Anspruch. Schreie dringen durch die Luft. Doch dann Stille. Ich will zu ihnen gehen, ihnen helfen. Doch ich kann nichts tun. Niemand kann irgendetwas tun. Es wird zu gefährlich, noch länger hier zu bleiben. Einige Leute haben den Schritt durch das Portal gewagt, unwissend, was sich dahinter verbirgt. Sie haben es darauf ankommen lassen. Doch ich warte hier unwillig, nicht bis zur letzten Sekunde abzuwarten. Falls sie hierher zurückkehrt, weiß sie, wo sie mich finden kann. Sita, Sa Yang, Sajan,
wo auch immer du bist, ich bete, dass es dir gut geht. Das ist derselbe, der vor uns durch das Portal in der Hülle gegangen ist, ne? Vielleicht treffen wir ihn ja irgendwann. Ich steht auf, wir sollen auch schon das Portal finden in die andere Welt, aber ich möchte ehrlich gesagt noch nicht gehen. Ich würde mich gerne noch umsehen. Und gucken, was uns hier erwartet. Ich meine, ich habe eben da und da habe ich ein Konstrukt gesehen. Das würde ich mir gerne ansehen. Ich hoffe, diese Sita wurde irgendwann gefunden. Und am besten lebendig. So, was ist das? Das sieht so modern, aber gleichzeitig alt aus. Ich kann das gar nicht einschätzen. Das ist... Wer war denn vor uns hier? Oh, eine Truhe. Ich hätte jetzt erwartet, dass in der Ecke eine ist, aber... Amphibienkarte. Spielen Sie diese Karte, um Ihr Schwimmtempo sowie Ihren Widerstand gegen Krankheiten zu erhöhen und die Fähigkeit im Wasser Ausdauer zu regenerieren, zu erlangen. Obwohl... Was ist das für ein Geräusch? Okay, ich habe Angst. Bitte komm nicht her, während wir lesen. Obwohl diese Karte bloß aus trockenem Papier besteht, fühlt sie sich bei der Berührung glatt wie der Rücken eines Frosch mit seiner Vorliebe für Moor und Sumpf an. Woher weißt du, wie sich das anfühlt? Das hätte ich niemals geraten. Duellantenkarte. Spielen Sie diese Karte, um den verursachten und erlittenen Schaden zu erhöhen. Diese Karte bietet Ihnen einen gefährlichen Schachzug an, die Macht, Ihre Feinde im Tausch gegen große Verwundbarkeit zu dezimieren. Jemand, der nie getroffen wird, braucht keinen Feind zu fürchten. So die Prämisse. Ich glaube, die Karte heben wir uns auf für, wenn wir irgendwo mal Fernkampfwaffen haben. Oh, und ein Heiltrank. Das müssen wir nicht lesen, das kennen wir. Will ich rausfinden, was das für Geräusche sind? Kann ich da reinspringen? Nein. Vielleicht auch besser so, dass ich ihn einfach in irgendein Loch reinspringen kann. Ich wäre da wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Ey, da ist noch so ein Codex-Ding. Ey, das ist einer von den Feiglingen. Wir haben jetzt ein Messer, ne? Komm her. Ich mach dich fertig. Wir hätten die Axt nehmen sollen. Ist das die Axt? Nein, das ist die Pickaxt. Fünf. Fünf. Komm her. Ich mach dich fertig. Ah. Ja, das macht echt mehr Schaden. So wie das gesagt wurde. Ist er tot? Oder leidet er nur? Oh, wir haben es umgebracht. Was auch immer es ist. Oh, wir kriegen Holz von ihm. Oh, das ist irgendwie grausam, als ob wir sein Fleisch abhacken würden. Und was seid ihr? Huch. Kann ich eine Pickaxe benutzen dafür? Oh ja. Was bist du denn? Oh. Was ist das? Metallplatte. Kann ich das anziehen? Oder kann ich daraus was machen? Wo ist sie? Hä? Ah! Ey, was bist denn du so aggro? Ich weiß, ich habe deinen Freund umgebracht, aber das kannst du mir doch verzeihen. Dich hätte ich in Ruhe gelassen. Immer dieses Verteidigen von Freunden. Also, ich fühle mich gut. Ich kann hier alles umbringen. Ich bleibe einfach hier. Kein Problem. Hoffnungsecho. Ist das wieder dieser Typ, der von Sita redet? Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. 25. November 1889, Sambungan. Täglich laufen nun Boote aus und das Schellen von Glocken erfüllt das Hafenbecken. Die Evakuierung ist im Gange und einige Menschen suchen Zuflucht in anderen Städten. Andere wollen das entfernte Nightingale erreichen, da Gerüchte kursieren, wonach es dort Mechanismen zur Aufhaltung der Blässe gäbe. Ich frage mich, was diese Blässe ist. Die Reise ist jedoch lang und beschwerlich. Sita ist dafür verantwortlich, dass ich den Großteil meiner Zeit am Ufer verbringe und den Schiffen zusehe, die ins Unbekannte davonsegeln. Ich sehne mich danach, sie wieder lächeln zu sehen. Dieses schiefe Grinsen, wenn sie mir wieder eine neue Entdeckung präsentiert. Oh mein Gott, was ist das im Hintergrund? Lass mich mir die angucken. Die so sorgsame Art, mit der sie ihre kostbaren Funde behandelt. Ihre enthusiastischen Erzählungen. Bei ihrer Rückkehr ist sie stets so lebendig und voller Tatkraft. Ich würde alles dafür geben, sie endlich wieder an meiner Seite zu haben. Oh, ich hoffe, er findet sie wieder. Das ist voll deprimierend. Und auch diese... Was ist denn diese Blässe mit... Man geht nach Nightingale. Ich meine, ich will auch irgendwann nach Nightingale. Ich will sehen, was dort ist. Kann ich es auch angreifen? Das bestimmt mit einem Messer, oder? Ich will sehen, was das ist und ob wir da irgendwie... eine große Stadt haben mit NPCs oder so.
Oh! Das hat nichts gemacht. Ich bin bereit. Ah! Kann ich irgendwas anderes nehmen? Das hilft irgendwie nicht. Oh, das macht mehr Schaden. Ich bin froh, dass die... Oh, Ausdauer. Das... Oh mein Gott. Dass seine Angriffe immer ein bisschen dauern, bis er wieder angreift. Da kommt ein Schlag noch. Ja, wir haben's. Das sah aus wie ein niedlicher Elefant und wir haben ihn einfach umgebracht. Na komm, ein bisschen Elefantenfleisch. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen Proviant. Oh. Nice, sehr schön. Wir kommen doch voran hier. Ein paar Knochen. Ein bisschen Fleisch. Der arme Elefant. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, hey, vielleicht könnte man den ja irgendwann zähmen und auf dem Elefanten reiten, aber... Na, jetzt habe ich es mir anders überlegt. Jetzt ist das unsere Nahrung für morgen. Aua. Ist das weh? So, ich würde hier gerne weiter gucken. Da ist ein komischer Eingang. Ist hier mein neues Zuhause? Was ist denn das? Hier würde ich glatt wohnen. So, was ist eine Truhe? Oh, ein leichter Eistrank. Selbst durch die Flasche hindurch fühlt es sich nahezu gefroren an und droht an den Fingerspitzen zu haften zu bleiben. Oh, fass es bloß mit Handschuhen an. Beim Verzehr wird der Körper von innen mit Kälte erfüllt und vor großer Hitze und Flammen geschützt. Ah, das wäre für diese Welt ganz gut. Haben wir einen Heiltrank? Oder eine Schatzkarte. Spielen Sie diese Karte, um die Chancen, Essenzen zu finden, zu erhöhen. Diese Karte mit ihren gülden, schimmernden Tinte bietet Reichtum auf einem neuen, unbeständigen Markt. Essenz, die von Anhängern aller Glaubensrichtungen geschätzt wird, könnte im Übermaß Ihnen gehören, wenn Sie darauf eingehen. Also wir werden darauf eingehen. Oh, eine Statue. Die hat's gut, die entspannt sich hier drin. Ich frage mich, wer hier vorher gewohnt hat, der diese Statuen gemacht hat und den auch dahin gelegt hat, so komisch. Gehen wir mal nach oben. Okay, man kann also Truhen und Schätze finden. Das ist doch schön. Und mit dieser komischen Schatzkarte können wir sogar noch mehr finden. Wir werden die ganz bestimmt nicht verkaufen. Also ich meine, dass da stand, wir könnten es verkaufen. Zumindest wirkte das so von der Aussage her. Aber ich werde auf jeden Fall mir diese Schätze holen. So, müssen wir ganz kurz... Kann ich da rüberspringen? Noch eine Statue. Ich kann bestimmt da rüberspringen, oder? Oh Gott. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht, worauf ich gelandet bin, aber ich bin irgendwo drauf gelandet. Das hat mir meinen Hintern gerettet. Oh Gott. Ah, hier ist ein Loch. Oh, das war knapp. Okay. Wir spielen keine Assassin's Creed. Ja, ich sollte aufhören damit. Da ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Wie komme ich zu dieser Truhe? Ich könnte bestimmt auf die Blätter springen, oder? Ha. Die Blätter halten nicht. Oh, ich lebe noch. Ich habe nicht erwartet, dass ich noch lebe. Ich will mir diese Truhe holen. Na komm. Wir sind Schatzjäger. Oh, mein Knöchel ist verstaucht. Ja, das ist nicht gut. Ich bin wahrscheinlich langsamer, ne? Die Bänder in ihren Knöcheln schmerzen und flehen sie förmlich an, sie unnötig, nicht unnötig belastet zu werden. Hä? Gott, war das hell. Tja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch so weit springen kann. Mit meinem armen Knöchel. Ich bin überrascht, dass wir nicht gestorben sind, ehrlich gesagt. Ich hätte erwartet, dass wir direkt sterben. Das wundert mich denn doch. So, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von hier aus darüber springen. Das geht nicht. Können wir hier hochklettern? Irgendwie? Wie kommt man denn da hin? Ich kann von da oben runterspringen, aber wie komme ich da oben hin? Die andere Seite wahrscheinlich. Und hopp! Kann ich hier hoch irgendwie? Aber hier komme ich nicht hoch. Ich glaube, die Truhe müssen wir aufgeben. Die wird nichts. Und ich brauche ganz dringend Schatten. Ich brauche ganz dringend Schatten. Und ich falle. Trotzdem geht's mir gut. Sie sind überhitzt. Ja, keine Sorge. Das haben wir wieder gelöst. So, das lassen wir mal in Ruhe. Da müssen wir uns nicht einmischen. Die sind ja wenigstens alle friedlich. Das ist ein gutes Anfangsgebiet zum Erkunden. Ich würde gern, ja, gedrückt halten für weitere Informationen. Getragene Gegenstände ablegen.
Aber ich mache das lieber noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Chests sich hier, also die Truhen sich hier übertragen. Dass wir, wenn wir das da reintun in einer anderen Welt, wenn wir eine Truhe finden, auch reintun können dann. Ich würde es hoffen, aber ob das geht, ist eine andere Sache. Und ich möchte nicht direkt am Anfang Sachen verlieren, die wir gesammelt haben. Ihr seid friedlich? Ja, ich hoffe. Da ist noch so eine Truhe. Ist da was drin? Nö. Ich würde gerne eine von... Da ist ein Loch gewesen, ne? Ja. Ich würde gerne eine von den Viechern haben. Die scheinen ja abzubauen. Das will ich auch. Ich will jemanden haben, der für mich arbeitet. So ein Arbeiterroboter. Ja, man hört gerade, wie der Baum runterfällt. Ich will auch so ein Ding haben. Infusion der Kataris. Widerstand gegen Gift. Attributmultiplikator. Widerstand gegen Gift. 10%. Durchtränken Sie Ihre Ausrüstung mit dieser Infusion, um erhöhten Widerstand gegen Gift zu erlangen. Genau wie ein Heilmittel, das aus einem Gift entwickelt wurde, stammt auch diese Essenz aus ihrem exakten Gegenstück. Brennt auf der Haut, lindert Schmerz jedoch im Handumdrehen. Also können wir auch so Perks haben für unsere Rüstungen? Das ist cool. Noch benutzen wir es nicht, weil wir haben ja nur diese Tutorial-Basic-Rüstung. Aber es ist gut zu wissen. Was ist da unten? Geschützt. Ach, das zählt sogar als Dach unterm Kopf, wo wir hier gerade drin sind. Ein Heiltrank, was ist das? Leichter Trank der Rast. Naja, dann können wir uns erholen. Das ist wahrscheinlich das Blaue hier. Und ein Talisman. Dieser Talisman erhöht den Schaden des Trägers auf Basis des Momentums gegenüber dem Ziel. In diesen Runen schlummert grenzende Macht, die dem Hammer des legendären John Henry nachgeahmt wurde. Er benutzte einen Hammer, um seine Fußstellen zu zerstören. Und die Sklaventreiber, die sie zu verantworten hatten. Cool. Okay, wir haben... Also das Rumsuchen hat sich gelohnt. Wir haben jetzt schon ein Ausrüstungs-Perk-Ding für unsere Rüstung in Zukunft. Gegen Gift. Ich weiß zwar nicht, was hier Gift verursacht, aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Und wir haben dazu noch einen Talisman. Das macht es noch viel besser. Also es gibt hier anscheinend viel zu erkunden. Wir sind ja erst... wir sind ja immer noch im Tutorial. Und trotzdem gibt es hier schon so viel zum Rumlaufen. Ich frage mich, wie die richtige Welt dann erst ist, wenn wir... weitergehen durch das Portal. Weil wir kommen als nächstes, er hat gesagt, durch Moder und Sumpf oder so. Also ich denke mal... Ach, wir können hier drauf laufen. Oh! Okay, wir konnten drauf laufen. Ich frage mich, wie die echte Welt ist. Weil wir konnten... Wir gehen ja jetzt anscheinend durch ein paar Biome durch, zur Erklärung. Und das ist ja auch ziemlich klein, wie man sieht. Ich glaube, wir hatten auch mit Tab... Ja, wir hatten eine Karte mit Tab. Oh ja, das ist ja wirklich... Das ist ja gar nichts. Das ist ja winzig. Das ist das Portal. Das sind wahrscheinlich die Gebäude. Na, ich weiß nicht, aber... Okay, winzig ist das nicht, aber die Außensachen, da können wir nicht hin. Das heißt also, wir sehen nicht das vollständige Biom. Das ist wirklich nur Tutorial. Und als nächstes kommen wir in den Sumpf, weil er meinte ja Mutter und Sumpf oder was auch immer er da gesagt hatte. Kann der Baum mich umbringen, wenn er auf mich fällt? Er schmeißt auf jeden Fall keinen anderen Baum um. Das ist gut zu wissen. Wir können also nur einen zur Zeit fällen. So können wir schwimmen. Ich glaube, in dem Wasser, das ist zu flach. Aber wir sind auf jeden Fall komplett durchnässt. Und jetzt können wir rausfinden, was es tut. Ihre Kleidung ist völlig durchnässt. Sie werden zwar mit der Zeit trocken, doch ein Feuer könnte helfen. Ja, und ihre Ausdauerregeneration ist reduziert. Das ist nicht so toll. Aber das ist schon in Ordnung. Ist ja nur Tutorial. Ja, eine Sumpfkarte. Das war klar. Spielen Sie die Karte, um eine Welt voller Sumpf und Moor zu suchen. Stiefel, die im Schlamm versinken. Ein Bild, das jene Weltenwandler, die schon einmal die Sümpfe durchstritten haben, nur zu gut kennen. Diese Karte scheint ihren Besitzer anzustarren wie eine morastlauernde Kreatur. Und da steht nichts von NPCs und Kreaturen. Vielleicht bei der Nebenkarte? Ja. Bei der Nebenkarte steht... Moorratten gibt es. Leporidon. Gebundene Bestien, gebundene Schädlinge, gebundene Laternenanzünder und gebundene Bombardierer. Oh, es gibt da so ziemlich viel, ja. Wundert mich nicht, Sümpfe sind immer die schrecklichsten Gebiete. Das habe ich in Valheim gelernt. Obwohl, da waren die Plains am grauenvollsten. Das war schrecklich. Diese verdammten Moskitos. Wie hießen die? Deathkitos oder so? Oh, ich hasse sie immer noch. Jedes Mal. Die kommen auf... Du stirbst wegen irgendeinem komischen Blob im Wasser. Musst du deinem Charakter zurücklaufen, um deine Sache aufzuheben. Was passiert? Oh, da kommt ein Moskito. Ding, hat dich angepikst. Und du bist direkt tot. Das war so schmerzhaft.
So, das haben wir gerade gelesen. Ein petites Kreatur ist nichts dabei. Nichts Neues. Aber den Sumpf. Es ist kein hässlicher Sumpf. Und da ist Puck. Hi, Puck. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. Okay. But enough prattle. Alles klar, ich verstehe schon. Hm? Kleiner Fingerschwur, wir beide sind leise über unser Verhältnis, ja? Niemand verrät was. The bound guard Fey archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. Ah, okay, ja. Ich freue mich nicht darauf. Ich will keine Bestien begegnen. Bitte lass es normale Bestien sein und keine Mega-Monster. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realmwalker. Fluchtreflex? Da sagst du zu mir, ich habe eben einen Elefanten verprügelt. Und ich werde es wieder tun. Egal was kommt, ich werde es verprügeln. A fine morsel of knowledge I shall bequeath. Okay. Ahead lie relics of humanity's future. Ich bin gespannt. Ich sehe einen Heißluftballon da oben. Da will ich hin. Bye. Verdammter Pack. Ich bin schon wieder am Verhungern. Warum bin ich immer direkt am Verhungern? Wir haben Fleisch, also. Wir können uns gleich etwas kochen. Vielleicht sollten wir das auch schon bald machen. Also unsere Aufgabe gerade ist, erlangen sie ausgetöteten Wesen nützliche Ressourcen. Knochen und Fell. Das heißt, wir müssen also irgendwo Tiere finden und dann mit dem, naja, wieder draufkloppen, ne? Kennen wir ja. Wir müssen darauf einstechen. Ist immer das Beste. Was ist das? Ist das Erz? Was ist das? Ich will das. Oh, Stufe 10. Okay. Okay, ich wusste nicht, dass es verschiedene Stufungen gibt. Also, Stufe 10 ist ein Hoch. Ich frag mich, ob er das gemeint hatte, als er meinte, unsere primitiven Waffen. Vermutlich ja. So, wo sind die Viecher? Soll ich Wu machen? Ich rufe Wölfe, oder so. Oder ein Eichhörnchen nachmachen? Ich kann kein Eichhörnchen nachmachen. Ey, ich höre was. Das Wu hat funktioniert. Ey! Känguru! Stech es ab! Stech es ins Gesicht! Keine Ausdauer! Na komm, komm her, ich stech dir ins Gesicht. Na komm! Hau dich! Ich hätte nicht erlaubt, auf mich raufzuspringen. Ich hab schon wieder keine Ausdauer. Warum ist so wenig Ausdauer? Was soll das? Komm her! Sehr schön. Na komm, ich kann nicht drauf einstechen. Ich hab so wenig Ausdauer. Mit deinem Fleisch! Das Fleisch. So, ich glaube, ich baue mir mal direkt ein Lagerfeuer. Einfach nur, um endlich mal was zu kochen. So, ich habe alle Ressourcen dafür. Ich habe alles direkt. Nice. Können wir gebratenes Fleisch machen, automatisch füllen und direkt 3. Brennstoff verwalten. Achso, ich muss ja auch noch Brennstoff machen. Wir nehmen das Große, weil ich weiß bisher nicht, was wir damit anfangen sollen. Dann gut, alle 3 herstellen bitte. Und die Pflanzen machen wir dann nach. Ich frage mich, warum wir Pflanzen essen können. Ich würde jetzt nicht darauf kommen, eine Blume zu kochen. Obwohl ich weiß, man kann ja Sonnenblumen essen. Oh, ich bin mich erschrocken mit dem Geräusch, aber das ist einfach nur unser Herzschlag wegen dem Essen. Also, meine werte Dame, ja? Ich weiß, du bist ein Hof gewohnt und ein Bankett und sonst was alles für Sachen. Ich glaube, diese Mini-Sandwiches, die man immer serviert sieht im Fernsehen. Aber du musst jetzt warten auf irgendein Fleisch, was du von irgendeinem Viech aufgesammelt hast, von dem du niemand eine Ahnung hast, ob es gut wäre, das zu essen. Ich meine, müssen wir darauf nicht achten, dass wir bestimmtes Fleisch neu essen. Ich habe da so ein Green Hell ja gehasst. Aber mit dem Spiel konnte ich nicht umgehen. Jedes Mal ist mir ein Panzer oder war das ein Puma? Irgendwas ist mir immer entgegengekommen. Ich fand das witzig. Meine Freunde immer, oh, ich habe noch nie einen gesehen. Und ich, meine erste halbe Stunde, ich habe zweimal einen gesehen. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ja, Puma, yay, ich freue mich. So, erstmal das Fleisch. Es trägt 2. Ich glaube, wir machen direkt voll, ne? Wenn der letzte kommt, machen wir auch nochmal. Na komm schon, gib mir Fleisch. Gib es mir. Dankeschön. Und hau rein.
Sehr gut. Ich brauche noch mehr von den Viechern. Ich brauche noch zwei mindestens. Aber ich hätte gerne noch mehr. Was schadet ja nicht, schon mal anfangen zu sammeln. Ich hoffe auch, dass wir jetzt nicht wegen Story oder so nonstop voranreisen, weil wir waren jetzt in zwei Biomen und wir durften nicht bleiben. Aber wenn es nur Tutorial basiert ist, dann... Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Der ist wohl eklig gesneakt. Habt ihr das gesehen? Das sah ja auch mies aus. Das ist Jurassic Park einfach. Komm her. Da fällt mir ein Jurassic Park. Es soll ja ein Jurassic Park Spiel rauskommen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr ist. Ich hoffe, ich will das unbedingt. Ich will das unbedingt spielen. Ich brauche das Spiel. Ich glaube, ich mache mir in die Hose, wenn wir das spielen. Ich mache mir in die Hose. Eindeutig. Ich laufe rum, wie ein Baby mit einer vollen Wind. Wenn da so ein Dino auf mich zukommt, dann weine ich. Wo bist du? Ich dachte, du wärst hier. Warte. Ich steck dich ab. Ah, Jumpangriff. Hat keine Chance. Stich drauf ein, Luft. Stich drauf ein. Ich finde es super, dass wir die feine Dame genommen haben. Es passt einfach so sehr. Es sieht halt einfach aus wie, weiß nicht, du bist gerade aus dem feinen Schloss rausgekommen und stehst mit einem Steinmesser auf Tiere ein. Das ist sehr unpassend. Vorbereitung auf den bevorstehenden Kampf. Wir sind eine Kapuzenperline-Herstellerin. Bei Herstellen wahrscheinlich, ne? Ja, da. Einmal herstellen. Vielen Dank. Die Linkssalven nehmen und gebratenes Fleisch nehmen. Wie stellen wir das? Wie stellen wir das her? Ist das auch hier? Das ist bei Kochen. Wir brauchen Knochen und Fasern. Das haben wir. Und gebratenes Fleisch. Also, haben wir überhaupt noch genug dafür? Wir haben viermal Fleisch noch. Und Knochen und Fasern haben wir auch. Also können wir das einfach direkt herstellen. Auf zum Lagerfeuer. Woo! Freudensprünge. Das springt so dämlich. Ah! Okay, wo war mein Lagerfeuer? Da. Hallo Lagerfeuer! Du musst einmal nochmal Fleisch braten. Automatisch füllen. Alle einmal und braten. Die Linkshalb machen wir danach. Erstmal soll das da fertig werden. In der Zwischenzeit, ist hier noch irgendein Viech, was wir abstechen können? Ja? So, die ganze Wut rauslassen? Ach, das juckt schon in meinen Fingern. Ich will irgendwas abstechen. Vogel oder so. Vielleicht die Vögel. Außerdem will ich unbedingt da und dahin. Wir müssen uns das angucken. Das Biom scheint ja größer zu sein. Ich gucke auf die Karte. Ja, das ist auf jeden Fall größer. Was ist das? Ah, das ist Portal. Kommen wir da her? Nee. Wir sind doch einfach im Nichts gespawnt, oder? Ich glaube, wir sind im Nichts gespawnt. Wir werden uns hier genauso umgucken wie bei dem Wüstenbiom. Obwohl, ich glaube, wir haben beim Wüstenbiom bestimmt einen Hack ausgelassen oder so. Aber es war halt ziemlich klein und da war nichts mehr. Hier ist doch ein Weg. Wo der wohl hinführt? Das ist ein Tier! Ah! Komm her! Du hast meinen Biestinstinkt geweckt! Ah! Kann ich den ganzen Tag machen. Feinfleisch. Die läuft doch so rum wie eine Barbarin. Noch das Kleid kurz schneiden und dann sind wir gut dabei. Apropos, wir haben diese komische der Perline da, oder wie das jetzt hergestellt. Sollten wir doch im Inventar... Ja, da. Kann das ausrüsten? Hm? Ah! Wie hässlich! Was ist das? Das ist... Wieso? Ist das überhaupt besser? Attribute maximal Gesundheit 10, 5, 3, 5, 5, 5. Das ist da, mein Kleid ist tatsächlich schlechter. Als das Ding. Als das. Als dieses billig Umhangteil. Ich habe den ganzen Schutz aufgegeben für dieses Umhangteil. Oh Mann. Ich sehe das gar nicht ein. Das ist doch eindeutig schlechter. Ach. So enttäuscht. Ja, warte zurück. Ich will automatisch. Ich bin so enttäuscht. Das sieht so viel schlechter aus. Wir sehen so dumm aus hier. Ach, immerhin haben wir keine Absatzschuhe. Ich hätte jetzt welche erwartet. Das habe ich eigentlich in der Hand. Achso, das Fleisch. Ich finde es super, wie sie das eingewickelt hat. Wo haben wir dieses Blatt her? Alle Blätter hier sind farbig. Es ärgert mich, dass wir das hier noch nicht abreißen können. Wir haben ja keine Level 10er. Oh, was ist das? Na, auch Level 10. Und das? Nope. Ich habe doch was gehört, oder? Hallo? Hier etwas, was sterben möchte? Ja? Nein? Ich bin's nicht. Das musst du sein, worum du bist. Hm. Hat nochmal Glück gehabt.
Hat sich in der letzten Sekunde gut versteckt. Ja, ich riech's auch nicht mehr. Ab, ab nach unten. Hier! Komm her! Ah, ich hab's! Was war's überhaupt? Eine Ratte? Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Ratte. Ich habe eine Ratte geplündert. Weil hier gibt's Rattenfleisch. Yay! Yeah. Ah, wir haben alles schon. Sehr gut. Gegenstände reparieren. Wir haben ja schon gelesen, das geht mit dem Staub. Mit I? Und wir gehen auf reparieren. Ja, wir hatten ja Staub. So. Hi, Puck. Willst du nicht einfach generell bei uns bleiben, statt jedes Mal einfach so aufzutauchen hinter mir? Das ist ein bisschen gruselig. You've stolen life to preserve your own. Ja, leider war das notwendig. Lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Löwenzahnwein. Ob das schmecken würde? Gibt's das? Ich glaube nicht, dass das gibt, oder? Das ist wahrscheinlich eine Sache von diesem... Ich kenn mich nicht mit Wein aus. Okay, das kann für mich alles sein. Kann mir auch sagen, es gibt Wein, das nach Erde schmeckt und irgendjemand würde sich freuen darüber. Also von daher, ich bin Wein persönlich ziemlich ekelhaft, aber ich glaube, davon würde ich einen Schluck probieren, weil das klingt schon so komisch. Und komische Sachen muss man halt probieren. Weiß ja jeder. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith... A temporal realm of abeyance awaits. And so too, Nightingale. Ja, ich will unbedingt nach Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah. Oh. No need for words. Oh, ich darf mir jetzt aussuchen. Oh. Ja, wo wollen wir hin? Wald, Wüste oder Sumpf? Also... Der Wald war eindeutig am schönsten, also glaube ich, gehen wir da als erstes hin, oder? Wüste stelle ich mir aber auch interessant vor, wenn wir die ganze Zeit so diese Schwierigkeit haben mit dem Problem von wegen Sonne und so. Und die Elefanten waren süß. Und der Sumpf, ich bin nicht so angetan vom Sumpf, wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht in einem Sumpf leben. Ich weiß nicht, ob wir, ich meine, wir können bestimmt noch wechseln, aber wenn wir so eine Hauptbasis haben, ich glaube, wir gehen in den Wald. The mystery of the hope. Ja, Mysterium des Holzes, das wir lüften werden. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Okay. Crack their pitiable little skulls. Show no mercy. Hast du mal gesehen, wie ich die Tiere umgebracht habe? Ich glaube, du würdest mir das nicht sagen, hättest du das gesehen. Wir werden keine Gnade zeigen, was auch immer da rauskommt. Ich steche es ab. Das sehe ich gar nicht ein. Ich steche drauf ein. Aber ich glaube, wir sollten schlafen. Überleben. Wir brauchen Ausruhen. Hier. Wir sollten schlafen. Kann ich schlafen oder... Ah ja. Perfekt. So, weil unser Balken war nicht mehr so hoch. Ja, was machen wir dann als erstes? Wir gucken uns jetzt hier um. Moment, ich gehe jetzt erstens mal den Weg danach, weil ich sehen will, wohin das führt. Wir sollen ja jetzt, ja, wie da oben steht, begeben Sie sich in eine Schwebewelt. Das Schwebewelt ist wahrscheinlich eine von den Biomen. Steht auch öffnen und verteidigen Sie das Portal. Also, ich habe ein bisschen Angst, was da rauskommt. Ich will nichts Komisches da rauskommen. Ich hoffe, es kommen mehr von den Känguru-Viechern. Die können wir wenigstens danach essen. Ich hoffe allgemein, es kommt irgendwas, was wir essen können danach. Ich mag es, wenn wir unsere Feinde essen können. So wie du. Du bist ein Feind, den ich essen werde. Komm her. Ah! Wie das so anfühlen muss. Jemand kommt mit Kriegsschrei auf einen zugerannt und sticht dich einfach von hinten ab. Wundervolles Gefühl, oder? Dann kriegen wir ein bisschen Fell und so. Da können wir uns bessere Rüstungen herstellen. Bin gespannt, ab wann. So viele Steininseln hier. Ey. Oh, wir können klettern. Schön. Okay, hier ist der Weg jedenfalls nirgendwo. Hat nirgendwo hingeführt. Ich weiß auch nicht, wie groß das hier ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, so groß ist das hier auch nicht. Ich glaube, es wirkt nur größer. Ah! Viech, lass die Ratte in Ruhe. Nur ich darf töten. Ich bin das Gleichgewicht der Natur. Ich bin Gott. Ich bin Mutter Natur. Was hätten wir es nennen sollen? Mutter Natur. Hey, du hast... Nein, das habe ich dir nicht erlaubt. Ich steche dir den Hintern. Ich habe dir nicht erlaubt, den kleinen Peter umzubringen. Was fällt dir ein? Der Arme. Ich werde mich rächen. Ich werde das gar nicht einsehen. Wo ist der überhaupt gelandet? Darf ich ihn trotzdem ausrauben oder so? Ich glaube, ich habe schon was von ihm weggenommen.
Nicht, dass ich das gewollt hätte. Ich wollte ihn natürlich begraben, ne? Nicht berauben. Ich will unbedingt sehen, was hinten bei den... Wir hatten ja die großen Gebäude gesehen, die beiden. Und ein Heißluftballon. Oh, können wir Heißluftballon fliegen? Ich hoffe, wir können Heißluftballon fliegen. Wir müssen Heißluftballon fliegen können. Bin ich wirklich traurig. 40? Was ist das, dass das 40 sein sollte? Da komme ich niemals hin. Wie soll ich 40 erreichen? Dich? Ey, nein, nein, nein. Ich sehe ganz genau, was du vorhast. Oh, habt ihr das gesehen? Ein Headshot. Aber Institut. Steh drauf ein. Gib mir dein Fleisch. Weil die anderen können leben. Es muss immer Opfer geben. Opfer. Es muss immer Überlebende geben, die die Geschichte weitererzählen können. Von Mutter Natur, die Gewalt auslebt. Nein! Mutter Natur darf Gewalt ausleben, nicht du! Hör auf damit! Ich erlaube das nicht. Wir kriegen ganz viel Fleisch. Das ist wundervoll. Und Knochen. Können wir den Knochen nagen? Auch wenn wir irgendwann einen Hund bekommen, dann könnten wir doch dem Hund Knochen geben, oder? Ich hoffe, das geht. Ich bin gespannt, was es für Tiere gibt. Ich bin froh, dass es Hunde gibt. Also, ich habe Hunde vermisst in Palwold. Hey, hey, lass ihn in Ruhe. Komm her. Oh, wir müssen es langsam mal reparieren. Wir sind die Helden der Ratten. Oder was auch immer das ist. Ich repariere das mal ganz kurz. Habe ich überhaupt was zum Reparieren? Ich habe gar nichts zum Reparieren. Können wir Knochen extrahieren? Ja. Und noch irgendwas? Steine. Ja, warum nicht? Brauchen wir gerade eh nicht. ABC? Oh, okay. So, repariert. Unser Messer ist wieder good to go. Ich glaube ja, ich wäre sofort tot, wenn ich in der Wildnis ausgesetzt werde. Das wäre aber vorbei. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von der Geschichte gehört von dem, ich glaube, es war ein Mädchen, ne? Das im Dschungel überlebt hatte. Für mehrere Tage. Und die ist tatsächlich heil wieder rausgekommen. Ich war erstaunt, das Mädchen. Das ist genau wie das eine Mädchen, war auch mal im Wald verloren gegangen. Ich glaube, die war auch nur ein Kleinkind. Die war 3 oder 4. Ich finde es immer erstaunlich, solche Geschichten zu hören. Ey! Nein, du hast ihn umgebracht! Dafür musstest du leiden. Niemand bringt um. Nee, aber ich finde erstaunlich, sowas zu hören. Vor allem, weil ich mir dann immer denke, wenn ich das wäre, ist es vorbei? Was ist das? Gebundene Borsten. Für mich wäre es einfach vorbei. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde. Oh, was ist das? Ein Zinnbarren. Eieiei, das ist bestimmt schwer. Wo stecken wir das eigentlich alle hin? Alles hin. Noch ein Zinnbarren. Nass. Oh, es fängt an zu regnen. Ich höre auch die ganze Zeit... Da vorne. Ich wollte gerade sagen, ich höre die ganze Zeit hier etwas. Ein Hoffnungsecho. Der Schleier zwischen uns. Überlegung am Ende der Welt. Der 19. Dezember 1889 in Sambungan. Die Blässe hat die Stufen des Gebäudes erreicht, an dem wir uns das erste Mal trafen und schüchterne Blicke und gemurmelte Worte austauschten. Jenes Gebäude, vor dem ich nun die ganze Zeit gewartet habe, doch ich muss eine Wahl treffen. Auf einer Seite rückt die Blässe drohend näher, auf der anderen befindet sich ein Portal in unbekannte Gefilde. Jenseits des Portals und in den Welten finde ich vielleicht andere Menschen. Vielleicht haben sie zufällig Sita getroffen und können mir sagen, wo ich sie finden kann. Falls nicht, werden sie vielleicht ein Mittel finden, mit dem man die Blässe zurückdrängen und die Erde zurückerobern kann. Ich werde bis ans Ende dieser unbekannten Welten gehen, um sie zu finden. Das Portal öffnet sich. Sollte ich mich falsch entschieden haben und jemand finde diese Aufzeichnung, dann bitte, Fremder oder Fremde, erzählt Sita, dass ich bis zuletzt auf sie gewartet habe und sie im nächsten Leben wiederfinden werde. Ach Mann, der Arme. Ich hoffe, die haben sich irgendwann wiedergefunden. Oder halt auch die Arme. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Ich glaube, das haben wir nicht rausgefunden bisher. Da war ja noch nirgendwo ein Name. Und auch Sita. Ich frage mich, was mit Sita ihr geschehen ist. Ich weiß nicht, warum ich sage. Ich kann nicht mehr reden. Was ist das hier für eine Struktur? Wir haben so einen komischen... Ist das ein Wetterturm oder was soll das sein? Weil wir kamen hier an, hat direkt angefangen zu regnen. Was ist das? Oh, Nektar! Jetzt können wir... Also, wir setzen uns einfach heute Nacht hier rauf, genießen den Ausblick, spucken runter mit unseren Fleischresten und dann saufen wir einen mit dem Nektar. Einfach ein bisschen pure Entspannung. Oh, da ist eine Truhe! Kann ich hier rauf? Da sind Barren! Noch besser.
Aha, alles nehmen bitte. Verdammt, jetzt bin ich zu schwer. Fabelwesenfleisch. Da ist eine Krone drauf auf dem Fleisch. Auf den Schultern mächtiger Bestien, bis zur Perfektion geformt. Ein solcher Happen wird von den wagemutigen Weltenwandern äußerst geschätzt. Heute Abend gibt es ein herrliches Festmahl.